Ja, zuletzt haben wir mit Eupen gegen einen schwedischen Vertreter gespielt, jetzt gegen einen deutschen Vertreter, nämlich die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, das ist quasi das Top-Spiel in dieser Gruppe. Und derjenige, der das gewinnt, der hat sich, glaube ich, soweit ich weiß, qualifiziert fürs Achtelfinale. Wir haben übrigens mit Sparta Prag schon einen Achtelfinalisten und das schneit um Gottes Willen. Oh nein. Das war so einem wichtigen Spiel vor allen Dingen. Also das ist jetzt der Beginn vom fünften Spieltag. Oh Gottes Willen, wie das schon wieder ausschaut. Ich könnte das Kotzen kriegen. Und der Ball ist mal wieder weiß. Und generell sieht es so aus, als würden die Fürther Spieler in Tarnkleidung auflaufen. Ich meine, ich habe da mal, glaube ich, so eine Szene gesehen von irgendeinem Spiel in der türkischen Liga. Da hat es dann plötzlich angefangen zu schneien. Oder es hat schon, der Platz war schon voller Schnee. Hat man echt die Spieler von einer weiß gekleideten Mannschaft nicht gesehen. Da hab ich gedacht, die laufen so auf in Tarnkleidung. Und der ging nicht rein, das kann nicht sein, ey. Ja, das ist wieder mal so ein Spiel, das ich hassen werde. Fanny, wie realistisch das auch mittlerweile aussieht. Ich meine, ich habe schon in FIFA 16 und 17 so einige Spiele auf dem Schnee bestritten. Und da sah das nicht so realistisch aus. Möchte ich meinen. Kann mich auch irren. Der Witz ist, es ist relativ, obwohl wir schon am fünften Spieltag angekommen sind, ist noch relativ viel offen. Ich glaube, Sparta Prag ist so ziemlich die einzige Entscheidung, die schon feststeht. Ich habe gedacht, der Ball geht jetzt irgendwie rein, aber den Ball, den sieht man ja eh nicht. Wieso kann es FIFA nicht einfach automatisch einstellen, wenn es schneit, immer mit einem roten Ball spielen, damit man den auch erkennen kann? Ich meine, wie schwer ist es denn bitte schön? Ich habe keinen Bock, das jedes Mal neu einzustellen, zumal ich eh nicht auf den Wetterbericht schaue. Wetterberichte sind ja auch noch für Luschen, für Anfänger, Amateure. Ach, so wird es doch alles nichts. Steht eigentlich auch der Burchard im Tor. Immer noch. Ja, tatsächlich. Weil Greuther Fürth hat sich ja während seiner einen Bundesliga-Saison einen neuen Torwart geholt aus Norwegen. Da ist, glaube ich, in Dänemark gespielt hat oder war es andersrum. Dänen in Norwegen, keine Ahnung. Seht ihr, ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, dass der geschossen hat. Der Ball ist unsichtbar. Deswegen hasse ich es persönlich. Ich wünschte, das könnte man irgendwie einstellen, dass man das ausschließen kann, auf Schnee zu spielen. Das ist ja nur nervtötend. Kann er nicht mal geschwind die Sonne rauskommen und das Ganze wegtauen? Alter, so geht es gar nicht, ey. Das Findung einer klaren Torschance, nein, ist es nicht, weil es nicht letzter Mann war. Oh, der wäre fast reingegangen. Der wäre fast reingegangen. Fast. Hätten wir ein Traumtor gesehen. Aber auch eben nur fast. Auch das macht mich jetzt traurig. Ja, und ich sehe. Meine Fresse, ey. Das ist ja furchtbar. Also das wünsche ich echt keinem, dass er auf Schnee spielen muss. Ist ja eine Zumutung, du.
Dann wurde jetzt Tode gehumpelt, keine Ahnung. So geht's auf jeden Fall in die Pause. Das Klee bleibt, so sieht's aus. Ja, könnte gut sein, dass bei dem aktuellen Spielstand sich alles auf den letzten Spieltag verzögert. Weil ich glaube, dass zumindest die Mannschaft, die sich neben Warberg da noch drin befindet, auch noch legitime Chancen hat. Aufs Achtelfinale. Ach, was machst du? Ist es jetzt hier wieder in Ecke? Nee, ist es nicht. Tatsächlich nicht. Enttäuscht mich. I'm disappointed at all. But why actually? I don't know. Das ist abseits, schade. Aber wir können gerne mal wieder wechseln. Also ich wechsle eigentlich nur bei Eupen. Merkt ihr vielleicht gerade. Und ich sehe mal wieder nicht, wer hier den Ball hat. Das stört mich sehr. Ah ne, jetzt. Nicht gut, also aktuell wäre Greuther Fürth in der K.O.-Phase. Wir müssten noch zittern. Ich meine, am letzten Spieltag ist dann noch alles für uns möglich. Ich weiß halt nicht, wie das Parallelspiel aussehen wird. Oder wie das Parallelspiel gerade aussieht. Das wäre übrigens die erste Niederlage seit, ich meine, gefühlt 10 Spielen. Wie gesagt, das Spiel nähert sich langsam aber sicher dem Ende. Aber bei dem letzten Spiel auf Schnee lagen wir auch ja hinten gegen Havels und haben es noch gewonnen mit Apoel. Das soll noch nichts heißen. Ja, aber so sind wir einfach zu langsam. Ja, ja. Der Witz ist, die haben auch bisher sehr, sehr wenig Tore geschossen, Greuther Fürth. Aber gut, Eupen hat auch nicht viel mehr geschossen. Beziehungsweise vielleicht haben wir sogar schon mehr gekriegt. Sehr gut. Und da musste immerhin, glaube ich, der Torwart eingreifen, oder? Jawohl. Und jetzt suchen wir es mal mit einer Ecke. Und das war's wieder mit dieser Chance. Ja, meine Güte, bin ich froh, wenn das Spiel zu Ende ist und ich hoffe dann auch sehr stark darauf, dass wir dann im nächsten Spiel wieder besseres Wetter haben. Weil so kotzt mich das nur an. Ohne Spaß. Und zählt es? Ja, es zählt. Sehr gut. Kurz vor Schluss doch noch der Ausgleich. Wir scheinen dieses Spiel doch nicht zu verlieren, wenn alles gut läuft. Itten, ist das nicht ein Schweizer Nationalspieler? Oder verwechsel ich das mit Ilten? So, jetzt aber bitte ein bisschen mehr Konzentration. Also ein bisschen kann man schon erwarten. Okay. Wow, 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 wow. Komm,
die paar Minuten noch. Komm, jetzt laufen, einfach mal laufen. Ja gut, das dürfte jetzt eh gewesen sein. Oder? Oder gibt es hier noch den Lucky Punch? Gibt es hier noch in der letzten Minute das Allerschlimmste? Gibt es jetzt hier noch den K.O.? Ne, gibt's nicht. Wir holen hier einen Punkt. Puh. Ich glaube, das Hinspiel ging auch schon 1-1 aus. Also haben wir es gerade noch mal so gebogen. Finde ich auch ein gerechtes Ergebnis. Auch wenn wir da manche vielleicht widersprechen. Okay, Ferenc Vardos, aber das ist nicht dieselbe Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht. Young Boys gegen Crotone. Wie sieht es jetzt eigentlich aus hier in der... Wir fangen ja wieder da unten an. Kas Eupen. Okay, Hajduk Split hat jetzt davon profitiert. Ist jetzt vorbeigesprungen. Also ja, ich bin mal gespannt, was Kas Eupen am letzten Spieltag hat. Ja, das müsste das Spiel gegen Hajduk Split sein. Also da hängt alles von ab, da ich mal davon ausgehe, dass Fürth gegen Varbergs Boys gewinnt. Das ist natürlich eine brisante Ausgangsposition. Ja, und hier, wie sieht's hier aus? Da haben jetzt auch schon manche ihr fünftes Spiel gehabt. Um Gottes Willen, wie das ausschaut. 9-9-9. Ja, sehr schön, sehr schön. Und Helsinki, das ist ja ganz wichtig, die müssen ja noch gegen Dynamo Kiew und so, und auch noch gegen Ferenc Vardos. Oh Gott, hier ist Darmstadt, hier ist alles durch. Hier ist alles durch, ja. Weder Gornik noch St. Mirren kommen vorbei. Und Sarah und Darmstadt sind durch. Da kommt es nur darauf an, wer wird Gruppenerster und wer Zweiter. Und hier haben auch schon manche Leute gespielt. Ja, da kann noch einiges passieren. Unter anderem das, was im nächsten Part geschieht, nämlich Young Boys Bern gegen Crotone. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.